die sechste Tagesprüfung mit einem, der, sag mal, für die Distanz überrascht hat, dass er laufen kann, glaube ich, haben wir im Vorjahr ausreichend gesehen. Ansonsten gewinnt man keine neuen Rennen. Du bist ihm zuletzt zum ersten Mal gefahren und glaube, ein bisschen angetan warst du schon von ihm. Aufgabe eigentlich ähnlich schwer, fast die identen Gegner. Taktik wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein, abwarten und Tee trinken. Taktik werden wir nicht verraten, kommt auch darauf an, wie er mit der Nummer 8 auch wegläuft und welche Position er bekommt. Gegnerschaft ähnlich. Letztes Mal hat er um 1,5 Sekunden, denke ich, in etwa seinen Rekord verbessert. Das hat mir die letzten 500 wirklich gut gefallen. Er ist drüber weg und hat auch die noch richtiger in den Würgegriff genommen und das Rennen gewonnen. Wie gesagt, wenn er die gleiche Leistung noch einmal bringen kann, von dem ich eigentlich ausgehe, ja, dann haben wir wieder eine Siegchance. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn das Rennen also von der Taktik her nicht für ihn ist, dann wird er wohl mit einer Platzierung nach Hause laufen. Bei sehr guter Chance, aber heuer irgendwie ein bisschen unglücklich, der Mentor Venus. Immer sehr, sehr starke Leistungen. Zweiter, Dritter, Zweiter. Zweimal Todesspur gehabt gegen den direkten Konkurrenten auch heute, Santiago Diamond, gegen Gegner zuletzt, wo dann Royal Crown Venus profitiert hat. Der hätte sich eigentlich jetzt schon wirklich einen Sieg verdient. Ja, den hätte er sich schon verdient. Er hat eigentlich immer schlechte Startnummern gehabt, die letzten Starts, und dadurch bekommt man nicht gleich eine Position oder beziehungsweise Todesspur. Aber wenn der Rennverlauf passt, muss mit ihm immer zu rechnen sein. Obwohl Santiago Diamond ist auch gut in Form und für den passt das Rennen auch heute. Ja, auch der Donatello Venus, der läuft in Ebrecht, der steht sehr stark, aber sehr stark sind auch die Gegner. Also da muss ich doch viel für euch abspielen, um zumindest zu gewinnen zu können, dass auf eine Top-Platzierung kommt es natürlich dann am Rennverlauf komplett an, aber ich glaube, zum Gewinnen ist es schwer. Ja, das Rennen ist ganz schwer. Mentor Venus, Rolando Venus, Seifenstein, also Santiago Diamant, Filde Venus, also da müssen wir eigentlich alle Pferde aufziehen. Also die haben alle eine Top-Chance und das ist absolut Rennverlauf abhängig. Der Donatello ist auch nicht schlecht, aber es wird nicht einfach werden. Seifenstein, du hast schon öfter gesagt, dass am Start ist er ein bisschen heikel und da ist dann zuletzt auch passiert, der Fehler. Du bist nicht wirklich großartig nachgefahren, aber dennoch ist er sehr, sehr stark nachgelaufen. Also fehlerfrei ist zumindest ein gutes Platzgeld möglich, weil die Gegner sind schon verdammt stark. Ja, sehr starkes DGS-Rennen. Viele ältere Internationale, die so in den Geldrennen vor kurzem gestartet sind. Und wie gesagt, am Start war er das letzte Mal ganz unvermutet eigentlich, hat er einen Fehler gemacht. Er ist aber wirklich stark nachgelaufen. Und du sagst es eh, bei Gartengang natürlich ist eine Platzierung schon möglich.